Hey, ihr perspektivisch schönen Formfigürchen, willkommen zu Superliminal. Ich bin der Bruga und mag Rätselspiele, wie ihr wisst. Deswegen heißt es auch wieder, ich mag Superliminal. Ja, ich mag auch meine Kanalunterstützer, die da wären: For You, Thomas L., Lodesh Luna, Black Goku, Vengador HH, Leon der Mittler, Romana Sonntag, True Chaos, Finnegan Augiron, The Phoenix, Ani 1407, Mikirin DLCT, LTC Delta 216, Daiju, Mr. Numdos, iTobi 1237, Rex Beast, Bienchen Maya, Simon K., Sora Damin, Capsule, Patrick K., TWD Mr. Wayne, Onkor 90, Caruso, Erasion Korane, Nixstar und Rufus Platus. So, das waren sie alle und noch viele, viele mehr, die mich unterstützen. Das finde ich richtig cool von euch. Ja, Superliminal gibt's auf Epic. Ihr könnt es gerne über den Link kaufen, dann bekomme ich da noch ein paar Cent für. Ja, ansonsten einfach mal reinschauen jetzt mit mir. Und Spaß haben, würde ich sagen, weil es macht schon einen sehr geilen Eindruck. Ich habe kurz reingezockt. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt, we'll make your dreams come true. So stehe ich morgens auch immer auf. Perfekt frisiert, gar nicht zerknittert, total ausgeschlafen. Ja, ist klar. Ja, ich sag gleich, warum ich das Spiel vorstelle. Es ist kein ordinäres Rätselspiel, es ist... Oh. Es erinnert mich sehr stark an Portal. Ich habe mal so ein paar Minuten reingespielt. Also ich habe es jetzt nicht durchgespielt. Ich werde es auch nicht durchspielen. Aber wir haben schon gehört, Traumtherapie ist so das Stichwort. Ich unterschreibe das einfach mal, ne? Ist das hier echt oder ein Traum? Wer weiß. Aber lasst euch mal überraschen. Es ist richtig, richtig gut gemacht. Perception is reality. Also die Wahrnehmung ist die Realität. Wie das genau, oder wie man das verstehen soll, zeige ich euch mal. Und zwar, die Figur ist jetzt ja sehr klein gewesen. Aber wir können die durch Perspektive eben, wie wir sie sehen, größer machen. Seht mal. Boah. Und aber auch wieder kleiner, warte. Wir können sie sogar richtig, richtig winzig machen. Das ist so gut. Es liegt da so ein klitzekleiner Bauer. Herrlich. Ja, Jump. Die Steuerung ist übrigens sehr einfach. Man kann nur laufen, springen und greifen. Und das war's eigentlich schon. Vielleicht kommt noch was dazu, aber ich weiß es nicht. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Eyelids. Okay. Ja, also die Rätsel am Anfang sind recht einfach. Und es erinnert mich direkt, wie gesagt, an Portal, auch wegen der Erzählerin, wegen der Stimme. Keine Objekte hinter diesem Punkt. Ah, okay, diese Wände hier übrigens, das ist wie diese Energiewände in Portal. Da kann man dann die Companion Cubes nicht mitnehmen, leider. Und es macht schon so ein bisschen so einen sterilen, aber auch gleichzeitig irgendwie bedrohlichen Eindruck. Also, ich will nicht spoilern, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Wenn ihr Portal nicht gespielt habt, spielt Portal 1 und 2. Glaubt mir, das sind so gute Spiele. So, da ist der Block. Und den nehme ich mir natürlich gleich wieder. Da oben muss ich dran. Warte mal. So. Das ist so gut. Einfach mal. Ah. Oh nein. Aber seht ihr, so funktioniert es mit den Rätseln. Das ist so genial einfach. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects and listen to messages from your patient care team.
Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. I do not care. Ach herrlich, ich liebe so einen Humor, das ist einfach... Da kommen gleich so die GLaDOS-Vibes. Also wie gesagt, die ersten paar Minuten kenne ich, deswegen mache ich hier auch ein bisschen schneller. Ich will halt wissen, wie es weitergeht. Und es wird nun angezockt leider, also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr euch das Spiel selber kaufen, was denn hier passiert. Zum Rotieren Rechtsklick halten. Ja, wie gesagt, wir können nicht so viel machen, wir können das jetzt noch rotieren, zum Beispiel den Käse. Und natürlich immer durch die Perspektive ein bisschen größer machen. Also ist ein bisschen ungewohnt, aber im Prinzip einfach nur das Ding nehmen und ein bisschen nach oben und dann wird es automatisch größer. Ja, that's what she said. Nein. Aber so funktioniert es in der Regel. Habe ich rausgefunden. Hat ein bisschen gedauert, weil sonst probiert man hier ewig rum. Man muss halt auch mal die Perspektive dann erwischen, ne? Dass es größer ausschaut. Ah, warte. Noch ein bisschen. Das müsste reichen. Das ist aber viel rumprobieren am Anfang. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Wow. seht mal. Ein geheimer Weg oder was, hä? Dream Soda. Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Bitte nutzen Sie die andere Tür. Hört man, das Ploppen wird auch leiser. Also tiefer meine ich, nicht leiser. Wie gut. Was für ein kleines Detail, aber es ist einfach klasse. So, hier neben ist so ein ganz kleiner Schacht. Oh, wir können es ja auch so. Es ist einfach herrlich, stell ich mir vor, das ging in echt. Naja, wäre ein bisschen komisch, dann wären wahrscheinlich auch die Leute alle unterschiedlich groß. Vielleicht wäre das gar nicht so cool, wenn man so drüber nachdenkt. So, das habe ich noch gemacht, aber dann wird es bald auch blind, wie gesagt. Ein paar Minütchen habe ich gespielt. Ha! All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Aha. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz, dass wir hier danach rauskommen. Wird das hier dann sowas wie ein Portal? Okay, also hier habe ich nicht mehr weitergemacht übrigens. Was? Really? Keine Objekte hinter diesem Punkt erlaubt, aber da oben ist die Wand auf. Ich kann das doch bestimmt darüber heben. Nee, mal ein bisschen kleiner. Ach Mist, wie soll ich das darüber kriegen, wenn ich vielleicht weiter weggehe? Ah! Perfekt. Ja, und mit sowas muss man halt eben hier rechnen, mit solchen Rätseln. Und ich glaube, man muss da auch richtig Bock drauf haben und ich habe richtig Bock. Okay, das ist komisch. Hier ist der Ausgang.
Nicht ernsthaft, das ist ein Loop? Ach, wie geil. Das ist echt ein Loop. Kann ich jetzt ewig weitergehen? Gehen die Jalousien runter oder? Ne, die haben immer dieselbe Höhe. Okay, krass, das ist einfach mal ein Loop. Wow. Okay, und jetzt? Zwei Schalter. Aha. Zwei nicht allzu schwer. Oh, okay, okay, okay. Da oben ist zu. Das macht wahrscheinlich die Tür auf. Okay, ich habe eine Idee. So. Haha. Wie geil, einfach mal alles riesig groß machen. Oh Leute, das ist so toll. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Okay. Was ist mit den Wänden hier los? Oh, cool. Was ist mit der Wand? Die ist gerade umgekippt. Alles klar. Oh, Käse. Kann ich da vielleicht gegenspringen oder was? Hubala. Oh. Ach so, funktioniert das. Das ist ja geil. Gut, was haben wir hier? Steht da vorne jemand oder ist das eine Pflanze? Ah, okay. Jetzt sind wir wahrscheinlich so ein bisschen off tracks und jetzt wird es, glaube ich, richtig interessant. Weil ich wette, diese Stimme wird jetzt so ein bisschen... ja, vielleicht bedrohlicher, als es die ganze Zeit schon so der Fall war. Ich würde es feiern. Wenn es jetzt richtig abgefahren wird. Warte mal, was? Achso. Wäh! Oh! Wow, das war ein Bett. Was? Loading? Oh mein Gott. Ich bin jetzt schon so ein bisschen verliebt in das Spiel, oder? Ihr nicht? Snooze, es ist 3 Uhr morgens, verdammt. Das ist ja wirklich die Zeit, wo ich aufstehe. Das sind komische Bilder von Wolken. Sweet B. Und irgendwelche Aktenordner. Okay, ist das hier wirklich so eine Art Schlaflabor? Sweet G. Sweet A. Das ist überhaupt, es gibt überhaupt keinen Sinn, oder? Ne gut, die gehen den Gang runter. Ergibt doch Sinn. Privat. Ich bin auch privat hier, ne? Ha! Oh. Soll ich den Feueralarm erstmal noch nicht? Die Uhren sind ja alle total plemplem. Noch mehr Wolken. Oh. Schön, die Musik. Sag mal. Was? Same doors. Best left closed. Nee, some doors. Manche Türen bleiben besser verschlossen. Nicht same. Alter Verwalter, was... Diese Zimmernummern. 411. 35. Oh. Push bar to open. Sag mal, ist das wieder so ein Loop oder was? Es ist sehr verwirrt gerade, aber irgendwie auch total geil. Was? Wow. Guck mal, wie gut. Ich komme mir vor wie Alice im Wunderland.
Oh, fantastisch. Das ist einfach nur geil. Ich liebe solche perspektivischen Dinge. Habt ihr gewusst, wie Herr der Ringe gedreht wurde? Nämlich genau mit solchen Tricks. Da waren die Hobbits meistens ganz weit im Vordergrund und die anderen Schauspieler im Hintergrund, dass sie halt... Nee, umgekehrt. So, die Hobbits, die waren halt... Na, auf einer anderen Ebene und deswegen wurde es halt, was? Exit temporarily removed, ja. Vorübergehend ist der Ausgang entfernt. Also es war halt dieses Perspektivische, ne? So Gandalf saß ganz vorne und Frodo hinten und da sah es aus, als wäre Frodo ganz klein und so. Richtig, richtig geil. Deswegen ist es... Wow. Okay, da geht's weiter. Was? Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Spiegel, aber es ist halt einfach wieder nur eine optische Täuschung. Das ist so gut. Ich wäre gerne in so einer Galerie, wo überall solche Bilder hängen. Da wirst du total bekloppt. Wom. Schön, diese ganzen Nummern hier an den Türen. Das ist das Exit. Aber ich wette, das ist irgendwo... Ich muss da bestimmt irgendwo drüber, das sieht man doch schon. Mhm. Wopsi. What? Oh, was war das denn? Ob hat es mich eben so hochkatapultiert? War bestimmt so ein bisschen rumgeglitscht. Aber ich bin da, wo ich hin wollte. Ist das geil. Oh, was haben wir hier bestimmt? Irgendwelche durchenden Pläne und dass der Kuchen eine Lüge ist. Arr, ich bin ein Pirat. Was? Neues Cube-Design, also neues Würfeldesign. Zu viel. Ja, der Piraten-Cube. Ein Viertelloch, Materialien, Aluminium, Plastik, Tisch, aha, Eierschale, mehr rote Farbe bestellen, Bananengelb, Portalprototyp und Wolke. Okay, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nur bescheuert. Aber ich mag das so. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. Aww. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Okay. Das ist beruhigend. Vor allem immer diese schöne Musik dazu. Aha. Das muss doch ein Traum sein. Ich meine, guck dir das mal an. Oh, wie gut. Oh, jetzt ist ein Würfel draus geworden. Der Hammer, Leute. Oh, ein bisschen zu groß. Haha. Nehme ich mal mit, QB. QB, mein Freund. Oh, da fehlt doch was, eine Blumenvase. Da fehlt eine Blumenvase hier. Wo finde ich denn hier eine karierte Blumenvase? Ich meine, ich brauche ja keine. Ich habe meinen Block mitgenommen. Ach hier, da. Das ist der Tisch. Oh mein Gott, wie geil. Ich feiere das gerade so sehr, ne? Oh, das ist kein ganzer Block. Okay. Warum soll ich den nehmen? Ich habe doch meinen Blocky hier, meinen QB. Ah, okay, ich brauche wahrscheinlich beide. So. Oh, aber gerade so. Hoffentlich kommen da noch so richtig schön abgefahrene Rätsel mit.
Na komm. Exit. Oh Mann. Exit. Direkt ist die Musik wieder vorbei. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Ha, haben Sie luzide Träume? Bitte gehen Sie zum Ausgang und wachen Sie auf. Tja, wenn die nicht mal wissen, wo wir sind, ich weiß ja auch nicht. Rob, vielleicht ist es ja alles unsere Fantasiewelt, unser Fantasiegespinst hier. Ach, guck mal da. Ist das ein Läufer? Hm. Geht das vielleicht mit der Spiegelung? Nee. Also ich muss auf jeden Fall da hoch. Aber hier ist nichts, was ich aufnehmen kann. Oder? Die Fässer kann ich auch nicht. Kann ich irgendwie die Tür öffnen oder so? Also das ist komisch, man kann halt auch nicht alles aufnehmen, aber ich frage mich dann, nur das Orangene oder wie? Oder ist das jetzt immer so festgelegt, was man nehmen kann und was nicht? Ach hier, der Würfel. Tada! So. Oh Mann. Ja, und was mache ich jetzt damit? Ach, jetzt ist hier auf. Ah. Wow, was ist das? Wie gut, das sieht alles so unwirklich aus. Warte mal, ich gehe da erstmal noch nicht. Ich will erstmal schauen, was hier... Die Tür da oben. Da. So. So passt das. Aha. Muss ich hier weit... Oh nein! Bitte benutzt die andere. Roter Würfel. Den nehme ich immer mit. Der leuchtet so schön rot. Ich glaube, den müssen wir jetzt leider hier lassen. Oder ist das irgendwie... Kann ich den vielleicht irgendwo benutzen? Kann ich den irgendwo so drauflegen? Oder... Passiert dann was Besonderes? Weil hier ist er jetzt leider weg. Naja, komm. Die kleine Tür. Ach, herrlich, Leute. Ich glaube, ich werde noch viel Spaß mit dem Spiel haben. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce und wir können dich noch nicht finden. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Mhm, ist schon klar, ja. Natürlich wird alles funktionieren, wenn ihr nicht mal eine Ahnung habt, was hier los ist. Oha. Ich kann den Mond nehmen, ich hab's mir schon gedacht. Ist das eine Glühbirne? Was ist denn da? Nee, das sind Würfel. Dietsoda. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant.
as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Pfft. Okay. Wow. Das ist schon cool. Aber was mache ich jetzt mit dem Mond? Was mache ich mit dem Mond? Naja, ich würde mal sagen, das findet ihr mal selber raus, Leute, wenn ihr es euch kauft. Ich mache hier Schluss. Das war ja nur eine Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, Superliminal. Sehr cooles Teil. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Wirklich. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren und wir sehen uns wieder zu etwas anderem, hoffe ich doch. Ich bin der Bruger. Macht es gut und tschüss.